Bereits zum dritten Mal hat vom 7. bis zum 9. September die Mirandum, die Ausstellung mit Herz, stattgefunden. Diesmal im Pförtnerhaus in Feldkirch. 34 hochkarätige Aussteller präsentierten hier ihre aktuellen Kollektionen, Einrichtungsideen und Meisterstücke. Vor der Türe des Pförtnerhauses sorgte das Autohaus Koch bei bestem Wetter für Lifestyle-Feeling pur, ganz im Zeichen der Mirandum. Im Mittelpunkt der 10 neuen Wagen stand dabei ganz klar der neue VW Touareg. Anlässlich des Mirandum in Feldkirch präsentieren wir den neuen Polo, den wir letztes Jahr oder Ende letztes Jahr gekriegt haben. Besonders stolz sind wir natürlich jetzt hier auf den neuen Touareg, den wir jetzt ganz aktuell haben. Der ist also im Prinzip brandneu und ist jetzt momentan mit einem V6-Motor ausgestattet. Er hat natürlich eine On-Top-Ausstattung mit Entertainment-Programm. Ist ja so, dass es fast in 3D alles dargestellt wird im Auto. Also wie gesagt, das ist ein Erlebnis, nur zum Probefahrt mal machen. Laden wir natürlich auch unsere Kunden herzlich ein, zum mal das Auto zum Testen bei uns. Doch auch funktionelle Autos fehlten im Reigen des Autohauses Koch nicht. Der California ist natürlich ein Auto, das wahnsinnig im Trend ist momentan. Es wird die Freizeitnutzung natürlich in den Vordergrund gestellt. Das kann man sagen, vor ein paar Stunden im Auto schlafen, fahre ich auf einen Berg aufgegangen oder gehe Mountainbiken möchte. Oder auch natürlich auch einen Kurzurlaub machen kann, Campingplatz fahren kann, bis zu 4 Personen im Campingbus nützen, sage ich jetzt einmal. Aber in Summe ist natürlich immer noch ein PKW. Beim renommierten Feldkircher Autohaus gibt es selbstverständlich nicht nur Neuwagen zu bestaunen. Wir sind da ein ganz normales Autohaus, wie alle anderen auch im Vorarlberg wahrscheinlich. Wir bieten natürlich Kundenservice im Bereich Reparaturen an, Spenglerei, Lackiererei, also die ganze Unfallabwicklung noch dazu, Finanzierung, Versicherung natürlich selbstverständlich auch. Und ich denke so im Bereich Kundenfreundlichkeit können wir mit unseren gut ausgebildeten Mitarbeiter punkten. Das ganze Wochenende über war Gottfried Koch mit seinem Team nicht verlegen, interessierten Besucher die neuesten Modelle und Entwicklungen am Automarkt näher zu bringen. Ich glaube, das Mirandum in Feldkirch, das ist einfach eine Lifestyle-Veranstaltung. Es ist also von Mode in erster Linie natürlich, über Einrichtungsgegenstände, natürlich sind natürlich Weine, Gin und Produkte, die im Alltag einfach auch beliebt sind, werden da präsentiert. Und da haben wir gesehen, das ist eine sympathische Sache in Feldkirch. Das Pförtnerhaus hat natürlich auch ein bisschen Tradition. Und da haben wir gesehen, als Autohaus in Feldkirch können wir fast nicht nachsägen. Im unteren Stock des Pförtnerhauses wurde das gesamte Line-up der dritten Mirandum-Ausstellung ersichtlich. Bei Wohnflor, dem Komplettausstatter aus Bludenz, hat man es sich nicht nehmen lassen, ganze Einrichtungen mit nach Feldkirch zu bringen. Also wir sind da mit einem Line-up, wir haben einen Essbereich da, wir haben einen Wohnbereich da, nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir eigentlich machen. Wir haben viele Accessoires da, also auch schnelle Sachen zum Mitnehmen und sind für jedes Beratungsgespräch auch gerne bereit, was wir normalerweise eigentlich vor Ort machen, um einen gewissen Service zu leisten. Auch der Ort der Veranstaltung erschien dem Exklusivausstatter ein sehr gelungener. Wir sind jetzt zum dritten Mal dabei. Es ist immer wieder ein Erlebnis, auf einer so Messe ausstellen zu dürfen, klein aber fein. Es sind sehr spezielle und feine Firmen dabei. Wir haben jetzt heuer zum ersten Mal eine neue Location in Feldkirch im Pförtnerhaus. Und ja, wieder eine mega Location, sehr verspielt, sehr fein und ja, wir fühlen uns wohl. Es ist ein komplett anderes Klientel jetzt gekommen, ein hochwertiges Klientel meiner Meinung nach. Es ist sehr viel los, wobei wir eigentlich für das kleine Budget bis zum großen Budget eigentlich alles haben, aber immer ja, kann ich da mehr sagen. Vielleicht treffen wir uns dann wieder in der Mirandum oder spätestens im Herbst hoffentlich, viele andere auch. Jederzeit alle willkommen auf einer Kaffee oder sonst was. Anschauer heißt ja nicht jeder, dass er gleich verhaftet ist und irgendwas kaufen muss, aber wir haben eine tolle Resonanz und wir sind sehr zufrieden, eigentlich überraschend toll alles. Exklusive Inneneinrichtungen, nur eines der vielen Merkmale dieser besonderen Ausstellung. Die Mode sollte bei der dritten Mirandum nicht zu kurz kommen.
Mit der hochwertigen Trachtenmoden des Trachtenstelli aus Schruns im Montafon besonders die traditionell alpenländische nicht. Vom Montafoner Trachtenstelli haben wir eine große Auswahl an Dirndl, Lederhosen, alles was dazugehört zur Lederhose, Hemd, T-Shirt, Dirndlblusen, Schuhe. Für Kinder haben wir auch alles, was benötigt wird. Und auch eine neue Linie haben wir. Was ganz Besonderes, das ist, wenn man es anschaut, schaut es aus wie Leder, aber es ist Textilie und das ist unser Highlight momentan. Die neue Linie heißt Topino Haute Couture und wird also von der Produktion her in Europa produziert. Und der Federschmuck und das wird alles, was dabei ist, wird alles selber in Handarbeit dann an das fertige Dirndl angenäht. Kann dann abgenommen werden, das Dirndl gewaschen werden und wieder angeheftet werden. Also sehr pflegeleicht und keine extra Sachen zu machen. Auch die dazu passenden Accessoires dürfen nicht fehlen. Wir haben natürlich auch Accessoires, zum Beispiel die Woody-Pelzschuhe, die Klocks, die Stiefel dazu. Wir haben für die Herren Sneakers oder wir haben schöne Lederschuhe. Eine persönliche Beratung und die erlesene Auswahl für Damen, Herren und Kinder machten das Trachtenstelle in Schruns zu einem Schmuckkästchen alpenländischer Mode. Trachten ist immer, Dirndl ist immer ein Thema. Es ist sicher die Hochburg von der Dirndl vorbei. Es ebnet sich jetzt alles ein. Und ja, schauen wir. Also wir haben alles für jeden etwas dabei und wir werden immer auch gelobt. Gute Qualität und schöne Dirndl. Zum gemütlichen Verweilen lud die Erlebniswelt im Außenbereich mit kulinarischen Angeboten und Live-Musik ein. Feiner Wein aus dem Burgenland rundete die Freuden für den Gaumen ab. Im oberen Stock findet sich passend zum feinen Zwirn auch das richtige Geschmeide. Edle Schmuckstücke sind bei der dritten Mirandum in Feldkirch unabkömmlich. Der Gold- und Silberschmiedmeister Manfred Himmer zeigte im oberen Stock des Pförtnerhauses seine schönsten Stücke her. Mein Beruf ist Gold- und Silberschmied im herkömmlichen Sinne, also ein altes Handwerk, das es schon viele Jahre gibt. Bei mir wird Schmuck umgearbeitet, bei mir wird Schmuck repariert und natürlich auch Schmuck angefertigt. Wichtig ist mir der Service um das Thema Schmuck und um das Thema Uhren. Es kann immer mal was passieren, dass ein Stein verloren geht, also eine Weite mal nicht hundertprozentig richtig ist, also irgendwas bricht. Und da gehört einfach Service dazu und Service heißt, man muss von der Pike auf alles machen, sei es reparieren, sei es umarbeiten, sei es Größenänderung, also alles, was im Schmuckbereich gang und gäbe ist. Ganz besondere, der Heimstadt gewidmete Stücke hat sich der Meister erdacht. Ja, der Feldkircher Ring, das war so eine Grundidee, die ich schon eigentlich viele Jahre hegte. Aufgrund der 800 Jahre Feldkircherfeier habe ich gedacht, so, jetzt muss es umgesetzt werden. Habe dann ja, fast ein Jahr lang recherchiert, geplant, gezeichnet und gemacht. Rausgekommen sind mehrere Sachen, zum einen der Motivring, der ein paar Sehenswürdigkeiten von Feldkirch darstellt. Und es ist die Serie Grenzenlos herausgekommen, die mit dem Grenzverlauf von Feldkirch spielt. Hier gibt es einfach verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten und die Serie Grenzenlos ist so anpassbar, dass es ganz auf Kundenwünsche, auf Kundenindividualität eingegangen werden kann. Einen Raum weiter fand dann jeweils in den Abendstunden die große Mirandum Modenschau statt. Zahlreiche Gäste ließen sich die edlen Gewänder nicht entgehen. Das ganze Wochenende über ließen sich die Besucher der Ausstellung von individuellen und einzigartigen Stücken verzaubern. Die Mirandum-Ausstellung und Erlebniswelt war nach den vergangenen beiden Events im Junker-Jonas-Schlössle auch im Feldkircher Pförtnerhaus einen Besuch wert.